Halil, herzlich willkommen in Augsburg beim FC Augsburg. Bist gestern Abend zur Mannschaft gestoßen, hier im Trainingslager in Ruhpolding. Was sind so deine ersten Eindrücke? Die ersten Eindrücke sind sehr positiv, muss ich ehrlich sagen. Und schon die Möglichkeit gehabt, zweimal mit der Mannschaft zu trainieren. Und die ersten Eindrücke, wie gesagt, sind sehr, sehr gut. Und die Mannschaft gibt sich schon mal Mühe, uns neuen Spieler gut aufzunehmen. Du hast das erste Mal heute auch mit der Mannschaft trainiert, auf dem Platz mit Ball. War es anstrengend nach dem Urlaub oder hast du gleich wieder reingefunden? Ja, war okay. Ich meine, man sieht, dass die Jungs ein paar Tage schon länger dabei sind und dass ich nach 6, 7 Wochen erstmal wieder gegen den Ball getreten habe. Aber war im Großen und Ganzen ganz gut. Du bist ein sehr erfahrener Spieler, hast schon in der Bundesliga für Kaiserslautern, Schalke und Frankfurt gespielt, im Ausland in der Türkei für Trabzonspor. Was hat für dich jetzt den Ausschlag gegeben, dass du zum FC Augsburg gewechselt bist? Die Entwicklung vom Verein, von der Mannschaft und natürlich die Verantwortlichen wie Herr Reuter und Herr Weinzierl, die haben mich sehr, sehr positiv überrascht und da brauchte ich auch nicht lange zu überlegen, was ich will und habe mich für den FC Augsburg entschieden. FC Augsburg ist eine Mannschaft, die spielt jetzt in der dritten Jahr in seiner Vereinsgeschichte in der Bundesliga. Also die Historie ist noch relativ jung. Was sind deine Ziele mit dem Verein? Ja, Ziel ist natürlich erstmal Klassenerhalt und ich hoffe, dass man so weiterarbeitet, wie man es die letzten 6 Monate gemacht hat und Jahr für Jahr neue Ziele setzen und hoffentlich langfristig auch in der Bundesliga sich festsetzen und demnach muss man wirklich Step by Step denken. Du hast gesagt, du freust dich wieder auf die Bundesliga und wolltest unbedingt auch wieder in die Bundesliga zurück. Hast du schon mal von jemandem gehört, wie die Stimmung in der SGL Arena ist? Oder hat es auch einen Ausschlag gegeben, dass du zum FCA gewechselt bist? Ja, definitiv. Ich habe die Bundesliga sehr nah, so gut es geht, verfolgt. In der Türkei sind die Fußballer verrückt, die Menschen. Und die haben auch sehr, sehr viele von Freitagabend bis Sonntagabend sehr viele Spiele live übertragen. Und da waren auch einige Spieler vom FC Augsburg dabei. Die Heimspiele, die haben mich schon fasziniert. Und echt eine sehr positive und gute Stimmung, die natürlich nochmal bei der Mannschaft sehr, sehr gut ankommt und nochmal Energieschub gibt und ist sehr, sehr toll. Du bist jetzt im Verein der erste türkische Spieler beim FCA. Ist das was Besonderes oder wie kann man sich da schnell integrieren? Du bist in Deutschland zwar aufgewachsen oder für die große türkische Gemeinde auch in Augsburg was Tolles, dass du jetzt hier bist. Kannst du da irgendwas sagen, dass du dir vielleicht besondere Unterstützung deiner Landsleute im Stadion erhoffst? Ja, das ist, glaube ich, erstmal egal, was für ein Landsmann ich bin. Ich bin gebürtig ja ein Deutscher eigentlich. Aber ich glaube, dass man mittlerweile so international besetzt ist in jedem Verein, vor allem in der Bundesliga. Aber natürlich erhofft man sich auch hier und da nochmal besondere Unterstützung von den Leuten, die ein bisschen näher zu einem stehen. Und bin auch eigentlich sehr, sehr optimistisch, dass das nochmal vielleicht dem FC Augsburg zugutekommen wird. Du kennst mit Jan Moravec und dem Mo Amsef zwei Spieler aus Schalker Zeiten noch. Haben die vielleicht auch einen Ausschlag gegeben für deinen Wechsel oder hast du bei denen dich vorher mal erkundigt, wie es denn so ist, in Augsburg zu spielen? Nein, ausschlaggebend waren die beiden nicht klar. Deren Meinung war, ist mir schon wichtig, aber man verfolgt ja auch die Entwicklung und die beiden haben wirklich eine tolle Entwicklung hingelegt. Und man kennt sich halt so ein bisschen noch aus Schalke und hier und da hat man sich vorher schon mal getroffen und ist man sich über den Weg gelaufen. Da hat man natürlich über den Verein gesprochen und da hat man wirklich von den beiden nur Positives gehört. Aber wie gesagt, ausschlaggebend war die Entwicklung der letzten Monate und vom Herrn Reuter und Herrn Weinzierl. Gibt es sonst noch irgendeinen Spieler oder alte Kollegen in der Bundesliga, auf die du dich besonders freust?
Ja, da gibt es ja einige Spieler, ob das jetzt bei Hamburg, Bayern, Schalke, Frankfurt, da hat man auch über Jahre jetzt Freundschaften gepflegt. Und man weiß ja auch mittlerweile, dass die Bundesliga die beste Liga in Europa ist und da ist die Vorfreude sehr, sehr groß. Okay, vielen Dank fürs Interview Danke. und viel Erfolg. Danke.